Ein Belagerungsturm, dass wir durchs Tor schnell durchkommen. Am besten zwei, wenn wir das Holz dazu haben. So, noch mehr Truppen. Und ich glaube, wenn wir Seths Tempel zerstören, kriegen wir zusätzliche Truppen. Entweder war es das oder es waren die Monumente. Ja, machen wir mal das hier an. Das erhöht, verstärkt nämlich kurzzeitig, solange es hält, die Minute meine mythischen Einheiten. So, noch mehr von der Sorte. Und da ist mein Belagerungsturm, mein erster jedenfalls. Ja, viel mehr werden wir auch nicht brauchen. So, meine Skarabäen schicke ich schon mal direkt gegen die Midgol-Festung. Die Midgol-Festung wird angegriffen. Unsere Verteidigung ist zu schwach. Bringt die Wächter aus dem Gefängnis zur Verstärkung. Amandra hat unsere Festung zerstört. Zieht alle Männer zu den Stellungen zurück. So, jetzt sollte ich meine Truppen zurückziehen. Weil hier ist jetzt die Armee weg. Ich muss mich also nur noch durch dieses Tor durchboxen. Und dann ist alles kein Problem mehr. Weil der Feind wird sich hier jetzt dann... Was ist das? Eine Armee, die unsere Welle angreift? Ja, wir kämpfen für Isis, Zyklop. Scherbe des blauen Kristalls. Dorfbewohner sammeln Gold und Holz schneller. Ah, du steigst am besten mal aus. Du machst die Gegner hier tot. Die sich um meine Belagerungstürme kaputt machen. Weil Akanthos sitzt hier oben gerade fest. Wir sind nämlich dieses Mal Amandra und nicht Akanthos. So, es schafft auch ein einzelner Belagerungsturm schnell das Tor einzureißen. Und wir hätten auch da reingehen können, hä? So. Ach ja, und ich hätte einfach die Leute schießen lassen sollen. Egal. Also die Türme, das wäre schneller gegangen wahrscheinlich. Amandra, wir haben einen Transport vorbereitet. Damit könnt ihr unbemerkt ins Gefängnis gelangen. Ja. So, die beiden sind tot. Und jetzt sollen wir uns Seetruppen besorgen. Ja, die Mission geht eigentlich recht schnell, wenn man sie kennt. Ja, hier haben wir Flottenwerften. Und jetzt haben wir hier auch ein paar Schiffchen. Und sogar eine Seeschildkröte. Eine Schlachtschildkröte, besser gesagt. Damit haben wir eigentlich mehr als genug Truppen, um gegen Skylia zu kämpfen. Ja, erstmal den hier vom Engpass wegkriegen. Oh. Und aufpassen, dass der nicht meine Hammerschiffe bombardiert. Gucken wir mal. Greifen Sie die Gefängnistürme mit den Kriegsbackkassen. Dann im Hafen von Abyssal können Sie weitere Schiffe bauen und weiterentwickeln.
Ja, das ist gut zu wissen, dass wir hier oben einen Hafen haben. Naja, gut. Ich sollte mindestens noch 3 Kriegsbackkassen raushauen. Weil die... Ja, die zerlegen die Türme recht schnell und ich muss ja... Eigentlich muss ich gar nichts zerlegen. Die Hammerschiffe sind leider normalerweise nicht sehr stark, die normale Geschützschiffe. Aber sie machen doch gut Schaden, aber sie sterben halt auch recht schnell. So. Jetzt erstmal die Skylia loswerden. Und dann kann sich meine Meeresschildkröte um die da kümmern. Die macht nämlich verdammt viel Schaden, wenn sie so randaliert. Genau, ich muss sollte auch ein paar normale Schiffchen bauen. Vielleicht in jedem einen schweren Cabinet. Und dann muss ich einfach nur Amanra hier rauslassen. Am besten hier zwischen den Flaggen und ich habe, glaube ich, dann schon gewonnen. Oder? Verwenden Sie Ihre neue Streitmacht, um mit Amanra das Gefängnis zu stürmen. Genau. Genau, jetzt kommen da ein paar Schlachtschiffe und mit denen dürfte ich dann die restlichen Gefängniswächter erledigen können. In Wedge. UER. Ja, befreit sie, wir müssen aus der Stadt fliehen. Genau. Also, Setna, alle anderen Priester des Osiris wurden ebenfalls gefangen genommen? Einige wurden zum Sterben in der Wüste zurückgelassen. Aber warum wollte er Osiris töten? Dann wisst ihr es also wirklich nicht? Immer wenn ich euch sehe, Zyklop, scheint ihr euch hinter etwas zu verbergen. Ihr kamt mir in Griechenland in die Quere, fandet einen Weg aus der Unterwelt und kamt schon vor mir hier an. Unmöglich, dass ihr das alleine vollbracht habt. Ich will wissen, welche Götter euch beistehen. Sofort! Poseidon wacht über mich und das ganze Volk von Atlantis. Poseidon? Ihr seid ein größerer Narr, als ich glaubte. Mal sehen, ob er auch in diesem Moment über euch wacht. Die Kampflust wird euch vergehen, wenn ich euch erst den Kopf abgerissen habe. Ich werde mich zum rechten Zeitpunkt um euch alle kümmern. Im Augenblick gibt es Wichtigeres in Osiris Pyramide zu tun. Ja. Ajax wollte Gargarensis den Kopf abreißen. Das würde ich gerne sehen. Nächstes Szenario. Auf geht's. Wir müssen das Stück von Osiris zurückerobern, bevor wir verschwinden. Wir müssen uns beeilen. Die Soldaten von Gargarensis und Kemset werden bald ausrücken. Uns bleiben noch einige Verbündete hier. Nicht alle haben sich Seth zugewandt. Ja, ich habe Freunde hier. Sie werden uns helfen. Ich habe Transportschiffe angefordert, die uns hier abholen. Wir müssen die Stellung halten, bis sie eintreffen. Ja, dazu befreien wir erst einmal die Rächer. In Wedge. Ja, in Edge. Und ziehen alle Truppen vorne am Strand zusammen. In Edge. Halten Sie durch, bis Hitlers Transportschiffe aus dem Südwesten eintreffen. Ja, halten Sie durch, bis die Transportschiffe. Belagerungsschiffe sind stark im Kampf gegen Geschützschiffe, ja, und so weiter. Das ist jetzt Marinetechnik. Ja, und Chiron beschießt gleich mal den gegnerischen Hafen. Die Wachen haben uns entdeckt. Da sollten wir gucken, dass wir sie loswerden. Achso. Die Transportschiffe sind da. Schnell fliehen wir in den Teil der Stadt, den unsere Verbündeten halten. Jo. Und das Schiff weg vom Hafen. Und jetzt heißt es schnell durchbrechen.
Unsere Riesenschildkröte kann ruhig das hier einreißen. Piratenschiffe direkt hinter uns! Gary. Ja, sogar Camus Piratenschiffe kreuzen hier rum. Wer sich noch an Camus erinnert. Into you. So. Noch ein Piratenschiff! Into you. Gary. Into you. Wir müssen nur aufpassen, dass nicht aus Versehen unsere Transportschiffe sinken. Gary, into you. Die Piratenschiffe sind übrigens etwas stärker als unsere Schiffe, aber wir sind halt immer 2 zu 1 überlegen. Und mit der Schildkröte sind wir sogar 4 zu 1 überlegen, weil die Schildkröte verdammt stark ist. Und da ist auch schon der rettende Hafen. Von Abydos. Into you. In wedge. So, ausladen. In wedge. Willkommen, Akanthos. Unsere Rohstoffe sind knapp, aber wir kennen die Stadt sehr gut. Wir werden euch helfen, Kemset das Stück von Osiris zu entreißen. Ja, da sind einmal Camus Piraten im Wenn Weg. Wenn wir den Leuchtturm zerstören, können die Piraten vielleicht nicht in die Bucht segeln. Kemset hält dieses Stück von Osiris innerhalb der Stadt in Bewegung, um euch zu schützen. Es wird bald wieder in Bewegung sein. In which? Gary. Gary. Deswegen sind unsere beiden Ziele jetzt erstmal so schnell wie möglich. Diese Türme bewachen das Stück von Osiris. Vernichtet sie alle. In which? Es ist ganz schnell, zwei von den diesen Schiffen zu bauen. Oder am besten gleich drei. Into you. So. In which you are. Ich habe ganze 2 Dorfbewohner. Nein, 3. Finito. Taiyu. Ich brauche also mindestens 10 Stück mehr. Ich habe kein einziges Monument, also werde ich gleich mal das erste in Auftrag geben. Bevor ich mit der großen Wirtschaft anfange. So. Wichtig ist nämlich erstmal, dass wir das Stück von Osiris sichern, bevor es wegkommt. Vernichten Sie nämlich den gegnerischen Gebäude und Einheiten in der Nähe des Fronwagens, um diesen zu erobern. Wenn Sie die Kontrolle über den Notenwagen danach wieder verlieren, können Sie diese wieder erlangen. Ja. Zerstören Sie den Leuchtturm von Abydos. Als nächstes Ziel. Da müssen wir uns hier ein bisschen durchschlagen, aber das dürfte gehen. Greg. Kayo. So, ich benutze mal diesen Zauber hier, um mein Dorfzentrum in eine Zitadelle zu verwandeln. Und da muss ich jetzt ganz dringend gucken, dass ich eine Kaserne aushebe und ein paar mehr Truppen rufe. Was ist hier gerade schief gelaufen? Wo sind meine Schiffe hin? Into you. Ernsthaft? In which? Oh. In which? Weil das hier funktioniert leider nicht so gut. Ich kann es aber mal ausprobieren. Doch, das funktioniert sogar. Das Stück von Osiris aus der Stadt. Wir müssen uns durch das Südtor kämpfen. Das hat sogar noch funktioniert. Okay. Into you. Ja, aber nicht lange. Sie haben es zurückerobert. Greg, you refer? Oh, und ich habe die Ausbildung von Dorfbewohnern abgebrochen, hä? Wurme.
So, das heißt erstmal ein Trupp Axtkämpfer. Intil. Das heißt, ich brauche eigentlich ganz schnell wieder ein neues Geschützschiff. Wenn ich das Holz zusammen habe. Oh.